Mädel Leute, Serplen hier. Heute geht's mal um was, was ich einfach nur noch abfuckt. Und zwar die ganze Verherrlichung des Rauchen und dieses gesamte Gelaber. Du bist nur ein richtiger Mann, wenn du rauchst, auf Twitter. Ist halt wirklich die geistige Behinderung in fucking Person für mich. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber anscheinend bist du nur ein richtig männlicher Mann, wenn du fucking nochmal deine Lunge mit Tabak zuballerst, so. Ich hab nichts gegen Leute, die rauchen, ist nicht mein Business, aber warum zur Hölle muss man dieses, ja, fucking tödliche Verhalten bitteschön gutheißen? Ich verstehe es nicht. Warum muss man das gutheißen? Das ist halt wirklich einfach nur Nachteile. Es ist halt wirklich krank viel Zeug, das man da irgendwie macht. Das ist halt einfach scheiß für deinen Körper ist und naja, was soll's, ne? Weil ja, anscheinend bist du ja dann männlich. So, ich werde wahrscheinlich hier jetzt schon ein paar Bilder eingeblendet haben von irgendwelchen Drecks-Memes, die anscheinend immer wieder aufploppen und ja, sagen wir mal, dich belästigen, indem sie einfach sich abfucken. Sie werden auch irgendwie gefühlt alle 2 Tage neu gepostet auf Twitter und irgendein Drecks-Account, dem ich folge, retweetet sie ja gefühlt immer. Heißt, ich sehe die Teile irgendwie 3, 4, 5 Mal in der Woche. Und will mich einfach nur noch hängen. Aber hey, das ist, ne, man muss ja zeigen, wie krank geil männlich man ist, indem man seine Lunge fickt, ey. Naja, ne? Es fuckt mich ein bisschen ab. Es ist aber auch kein großes Ding, so. Man kann es einfach ignorieren. Ich bedanke mich, wenn ihr euch das jetzt wirklich gegeben habt bis hierhin. Ne? Danke, bleibt toxisch. Deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die fucking Glocke und jetzt.